Aufhören, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Psycho. Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr seid ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. Matt! Was hast du vor? Was willst du tun? Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Until Dawn Teil 8. Wir befinden uns in der Rolle von Matt, neben uns ist Emily und wir befinden uns am Rande einer Klippe. Wollen wir doch mal schauen, ob wir aus dieser Situation uns wieder befreien können. Los geht's, Leute. Wir starten. Ruhig, Emily. Ruhig. Nein. Die werden uns wehtun. Okay, ich kann mich bewegen. Wenigstens sind wir nicht mehr ganz so nah an der Klippe dran. Nein, nicht hauen. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Leute, wir merken uns mal, wir hauen keine Tiere. So, haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, nochmal zu diesen Schuppen zurückzugehen? Ich ärgere mich ja, oh, wir spielen Emily jetzt. Haben wir nicht. So, irgendwo ein Totem. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass sie draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Also, wir sind immer noch auf dem Weg zu diesem Funkturm. Oh, da ist er ja schon. Wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Was haben wir hier? Ein Totem. Da wurde das Licht für uns extra eingeschaltet, damit wir doch ja das Totem sehen. Das ist ein Führungstotem. In der Version sagen wir Chris, wie er an einem Tisch saß und eine Pistole lag auf dem Tisch. Und anscheinend hatte er vor, sich selbst umzubringen, hat es aber sein lassen. Das merken wir uns mal. So, wir merken uns, dass wir als Emily auf jeden Fall den Matt die Leuchtpistole geben werden. Meine Lieblingsbeschäftigung, umschauen. Na gut. Ab
nach oben. Na Leute, diese Szenen, die kommen hier deutlich bekannt vor aus Vorschau-Videos von dem Spiel. Der Turm hier. Er lässt die Axt unten. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Warum wird es wohl mit zunehmender Höhe windiger? Vielleicht sind hier oben weniger Bäume. R2 und nach oben. So, was haben wir denn hier? Hier ist ein Funkgerät. Hier ist ein Drucker oder ein Faxgerät. Tja, kein Strom. Und ein Schließfach. Also die Leichen wurden niemals gefunden. Also entweder habe ich da nicht aufgepasst oder das lese ich gerade zum ersten Mal. Vermisst. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr bei der Skiloge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. Größe 1,72, Gewicht 50 Kilo, Augenfarbe braun, Haarfarbe braun. Können Sie helfen? Rufen Sie an unter. Mann, Mann, Mann. Und als groß am Leben sahen die eigentlich nicht mehr aus, ne? Bevor wir das Funkgerät benutzen, war doch irgendwo noch eine Leuchtpistole. Na gut, benutzen wir erstmal das Funkgerät. Ach komm schon! Toll, kein Strom. Das haben wir uns fast gedacht. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Es sei denn, hier wurde alles manipuliert. Genau wie die Ski Lodge. Was haben wir hier? Ah, Strom. Das wird auch nicht funktionieren. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Hui. Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Ich bin überrascht. Schauen wir uns nochmal um. Wie wir die Flare finden. Emergency Flare, da haben wir es doch. Also. Behalte die Leuchtpistole oder gebe Matt die Leuchtpistole. Wir haben es in der Vision gesehen, dann geben wir mal Matt die Pistole.
Benutzen wir das Funkgerät, Leute. Der ist auch ready. Moment. Ah, ich dachte, ich spiele mit. So, jetzt. Also irgendwer hat die hier gedruckt anscheinend. Oder ist es wirklich ein Faxgerät? Ich vermute eher, dass es ein Drucker ist. Wer hat diese Person gesehen? Bess Washington. Bess Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2011 derselbe Uhrzeit. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Selbe also wie auch bei Hannah. Bess trug eine leuchtend pinkfarbene gewitterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze. 1,72, 50 Kilo, braun. Also genau, können sich fast einen Steckbrief teilen, die beiden. Zu schnell. Antwort Mama. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Information. Wir sind oben auf dem Berg. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, Hilfe, Sie müssen uns helfen! Etwas beim Bewegungssensor. Bestimmt ein Scheißring. Hören Sie, Ma'am. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken Hubschrauber, die Sie da rausholen, so wie der Sturm sich gelegt hat. Oh. Was? Wann? Wie lange? Thank you.
Verdammt! Ha! Verdammt! Matt! Oh Gott, Matt! Hilf mir bitte! Ich komme! Ich komme! Em, das Ding ist echt verdammt wackelig! Matt! Du musst etwas unternehmen! Sofort! Worauf wartest du? Ich denke nach! Lass mich nachdenken! Denk nicht, du Idiot! Hol mich einfach hier runter! Oh, ich hasse diese Person. Ohne Witz, und die Stimme geht gar nicht. Also egal was, Leute, ja? Oh mein Gott, warum sollte man hier... sorry, Leute, dass ich unterbreche. Aber warum sollte man misstrauisch auswählen? Ich habe euch gesehen. Als wenn man die sterben sehen möchte. Aber egal, wer oder was den Ziel verarschen möchte, hier gibt es auf jeden Fall jemanden, der es ernst meint. Also einer meint es ernst und einer will uns nur verarschen. So, aufmuntert, alles wird Emily, gut. Du hast Angst. Du musst dich beruhigen. Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern, ich halte es nicht mehr aus. Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen, okay? Nein, hör du auf. Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid. Nicht bewegen. Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Emily retten. Ich komme. Hier. Oh, Matt! Es darf nicht kippen. Emily retten. Hilf ihr. Scheiße! Komm schon! Emily! Oh, fuck! Also sie ist zwar eine Bitch, aber sterben muss ja nicht trotzdem unbedingt. Okay, ich höre noch Schreie. Also lebt sie vielleicht sogar noch. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Gut, dass wir die Leuchtpistole dabei hatten. Also da hatten wir doch Glück gehabt, dass wir uns auf Totem verlassen haben. Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Wir können mal schauen, ob sie die Sachen verändern, ob irgendwas dran gemacht worden ist. Aber mittlerweile geht ja jeder davon aus, dass jeder schon mal angeguckt hat. So, Josh, wo bist du? Die werden dich finden. Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das war. Josh war dein Freund. Ashley, und ich will nur sagen, ich meine, danke.
Danke. Ich verdanke dir mein Leben. Ja, nee, ich würde da nicht ihn retten. Klar, Ash. Schon gut. Ich meine, ich würde es wieder tun. Na klar. Das ist aber ein Bullshit. Wir wollten Josh retten. Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Im Fernsehraum hier. Zu finden. Was soll das? Das ist so abartig. Was ist denn da? Das ist wirklich gruselig. Das ganze Haus präpariert? Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Harren, das war ein Geist. Ich weiß, was nachgeben, ich weiß, was es war. Also für mich war das eher eine Person. Also eine Frau. Nachgeben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da war etwas. Chris? Ash, ist okay. Du bist nur, wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen, ja? Geht das? Chris! Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott! Los geht's! Ist die Tür jetzt von selbst aufgegangen? Warum sollte man dann jetzt da durchgehen wollen? Ihr scheint hier irgendwie alles für uns den Weg zu präparieren, damit wir ja diesen Weg folgen. Alles hier inszeniert, Leute. Ich schwör's euch. Dann folgen wir ihm in den Keller. Wehe, der erschreckt uns gleich. Ich frage mich, wer hier noch alles eingeweiht ist. Wow, das kann doch nicht wahr sein! Was zur Hölle ist denn hier los? Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du ich dran glaub, gestoßen? Ich glaub nicht, ich weiß nicht. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an und dieses Gespenst oder Ashley, was immer es war. Du willst einfach nicht einsehen, was hier wirklich passiert. Oh, erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir halluzinieren. Ich hab keine Halluzination. Ja, also ich hab auch Dinge gesehen. Da, Chris. Das, was im Schuppen passiert ist. Man sieht's durch die Fenster. Ja, was denn? Mini-Einrichtung? Nein. Eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja.
schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Vielleicht sind damit auch wir gemeint. Also die ganze Gruppe hier. Das hat Josh ein ganzes Jahr lang geplant. Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. War das hier der Weinkeller? Ja, den haben wir umgeworfen hier. Der wurde wieder aufgestellt. Wer sollte den wieder aufstellen? Warum sollte das jemand machen, der hier fremd ist? Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du das nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt? Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Pass einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Oder wie Beth. Scheiße, Ash, was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht. Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Kann ein Bild einfach so von der Wand fallen. Okay, Leute. Also so langsam glaube ich, dass Hannah oder Bess oder eine von beiden noch am Leben ist. Und mit Josh zusammen diesen Streich spielt. Und die Frau, die übersehen ist, entweder Hannah oder Bess. Ich würde ganz gerne den Schlüssel finden. Wie merkwürdig ist wirklich, dass der Geist oder der halt dieser angebliche Geist hier lang gegangen ist und verschwunden ist. Okay, wer oder was? Ha, na bitte. Oh mein Gott! Da, Chris, jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast! Siehst du? Das ist. Du siehst es doch! Ich weiß nicht, ich. Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Hier müssen wir dann nachrennen. Es ist schon lustig, wie die Leute in der Wand verschwinden können. Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Was? Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott. Sieht fast aus... Nicht nur fast. Das seid ihr. Im Versteck. Wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau... Ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand. Oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. So, also das spricht ja alles immer mehr dafür, dass Josh hier seine Finger drin hat. Tagebuch. Mom hat endlich ja gesagt. Die Einladungen sind raus. Die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt und Sam definitiv zugesagt, doch nichts von Mike. OMG, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Juhu. Hey.
Ich wollte das Buch lesen. Ich hab's nicht zu Ende gelesen. Ich hab gewartet. Juhu, morgen steigt die Party. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, es wird so super. Kaminfeuer, Wölpe, oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich muss aufhören, an ihn zu denken. Aber ich kann und will nicht. Okay, jetzt würde ich total verknallt gewesen. Ja, und Mike hat mitgespielt. Jetzt gehen wir hier lang. Und jetzt gehen wir hier lang. Projektion. Hundertprozentig. Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen? Was hat der hier verloren? Tja, für einen Holograph. Oder ein Beamer oder irgendwas, so ein 3D-Beamer oder keine Ahnung, was es alles gibt. Nehmen wir mit, würde ich sagen. Und da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Oh! Shit! Das hatte ich ja gemeint. Hier waren wir mit Sam. Ich glaube, ich halte das nicht mehr aus. Ja, ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht. Und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Hat Anna überreagiert? Bleiben wir mal die Liebe und sagen verständnisvoll. Wenn du es wärst, meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris. Wir haben sie voll lächerlich gemacht, vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Vielleicht sind Hannah und Besser gar nicht tot und wir haben irgendwas Falsches gesehen, dass sie da runtergefallen sind. Wahrscheinlich von Sam. Oh nein. Was ist das? Sams Armband. Und sie nimmt dieses Ding nie ab. Schnell. Oh, was haben wir hier? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine
echt gute Frage. Das sind diese Zeitungen von dem Ex-Hausmeister. Diese Zeitung hat man, glaube ich, im Haus gefunden. Falsche Zeitung, aber so langsam wird es auch alles zu offensichtlich, dass es alles ein Gag sein soll. Da ist mehr dahinter. Das ist wirklich zu offensichtlich. Irgendwie erscheint er auch zu glauben oder halt es zu wollen, dass wir glauben, dass alles nur ein Spaß ist. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich hab wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Suchen wir Sam. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Hier ist nichts. Gehen wir hier hinten weiter. Oh, hab mal wieder mitten reden. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, aber ich meine, es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Genau sieht's aus. Irgendwas übersehen war. Okay, ich habe gesagt, immer den offensichtlichsten Raum zuerst. TV und Lichter. Batterien und Timer. Kurz checken, ob ich hier blank gehen kann. Wunderbar. So liebe ich mein Spiel. Hinter der Motorsäge drin, in der Puppe. Sieht so aus. Das hat uns genau da, wo er uns haben wollte. Haken und Ketten. Und Fallen. Oh Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Ekelhaft. Das ist nicht zum Essen da. Warum ist sowas hier? Das ist ja wie in einem Horrorfilm hier drin. Ein totes Schwein. Innereien wurden rausgenommen. Die wurden wahrscheinlich für Josh genommen. Die Innereien. Ein großes Sägeblatt auf dem Tisch. Das sind wir. Also laut Bild soll der Emily schon tot sein. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott!
Vielleicht von der Seite nochmal. Da hängt auch eine Maske dran, an dem Kleiderständer. Machen wir gleich. Mach mal sofort. Jetzt kommen wieder die Marco-unfreundlichen Stellen. Der mal da. So, was haben wir denn hier verpasst? Ein Projektor in der Mitte des Raums. Oh! Hallo? Oh mein Gott! Echt, oh Gott! Was hast du wirklich getan? Chris, das ist vom letzten Jahr. Ein kleines bisschen. Komm schon. Ja, das dummer Streich. das ist irgendwie unangenehm, oder? Gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wow. Das Shirt aus. Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Reuelos, habe es einen Streich oder bedauernd, ich fühle mich so mies. Also vielleicht möchte ja Josh, dass wir das hier bedauern. Ja. Ich finde es eh blöde, die ganzen Witze, die ganzen Streiche dort, aber immer mal bedauernd. Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Das ging wohl zu weit, aber scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wiedersehen. Oh. Nein! Oh, Chris, 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 Chris! Was ist denn hier los? Ash, Ash, ganz ruhig, okay? Ich dachte, hier Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, hier was rum. Hör mir doch einfach mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. Vielleicht finden wir noch einen Hinweis hier. Aber das wäre zu einfach, wenn es alles nur inszeniert ist. Ich meine, hier ist auf jeden Fall was inszeniert, aber das ist nicht alles. Die Indianer-Totems, die Vision, das kann man nicht mit Hightech machen. Hier waren wir schon. Oh Mist. Sieh dir das an. Blut? Vielleicht von Sam. Okay, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ich hab's, aber verdammt, ist das Ding schwer. Vorsichtig. Jetzt komm schon durch, Ash. Ich kann sie nicht halten. Oh, komm schon. Chris! Was? Ich glaube, ich hab Sam gesehen. Ash, bist du sicher? Ich weiß nicht, aber komm, wir sollten nachsehen. Tja, also wer immer hier auch blutet, ist hier durchgekommen, okay? Deshalb müssen wir uns beeilen, los! Nee, ich bewege die ich mach die Bewegung untersuchen. Ich komm gleich nach. Sam! Ash! Chris! Chris, hilf, ich steck fest!
Hallo Josh. Geh vorwärts. Chris! Hey, ruhig! Ich bin kein zu tun. Oh mein Gott. Ja, hä? Was ist dieses Ding? Es ist eine Puppe, okay? Aber sie, warum trägt sie? Trägt sie Sams Sachen? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Wo zum Teufel ist die hergekommen? Aus dem Kühlraum. Ja, woher auch sonst? Warum hast du sie mitgebracht? Hättest du mir sonst geglaubt? Und die ist, naja, kein gutes Zeichen. Für Sam? Für keinen von uns, aber ja, vor allem für Sam. Shh, wir haben größere Probleme als das. Was meinst du? Der Psychopath, Chris, ich habe ihn gesehen. Was? Oh, wo ist er hin? Keine Ahnung, wir müssen leise sein. Er muss noch ganz in der Nähe sein. Super. Bitte, nein! Sam? Sie lebt noch. Gucken wir uns trotzdem nochmal kurz um. Also schon mal ganz klar, ja, also da war eben gerade Josh und ich wollte nicht in den Kühlraum hineinfolgen, denn Kühlräume, wenn da noch ein Tür schwer zugeht, nachher wird die auch noch abgeschlossen, dann sitzt sie da im Kühlraum fest. Von hier bin ich ja gekommen. Was haben wir hier? Okay, wieder zwei Wege. Diese Tür. Von hier sind wir richtig gekommen, genau. Von hier sind wir gekommen. Und der offensichtlichste Weg wäre hier. Oh, Chris! Oh nein! Hallo? Sam? Sam! Chris! Ist sie tot? Oh, bitte nicht! Sie ist nicht tot! Weißt du denn? Sie atmet noch. Was zur Hölle hat sie? Sie ist bewusstlos. Oh, nein, das ist übel, ganz übel. Wir müssen sie hier rausschaffen. Oh, Chris! Oh, shit! Lass ihn, geh weg! Bleib mir gefälligst beim Platz! Nein! Zeig ich! Oh, mein Kopf platzt. Oh, shit. Oh, Mist. Ash! Oh, scheiße, Ash. Was hat er mit dir gemacht? Er hat mich geschlagen. Shit, ich mach den Wichser sowas von fertig. Was ist das? Das ist er. Nein, Chris. Das ist der Typ, der Josh umgebracht hat. Oh Gott, nein. Du perverses Stück Scheiße. Monster. Die Idioten, wir werden sterben, Chris. Ich will noch nicht sterben. Niemand wird hier sterben. Ich wollte dir nur sagen, es ist so unfair. Was? Mir was sagen? Es ist zu spät. Chris, was soll das bringen? Hör auf, sag's. Wir reden immer drum herum. Und jetzt, ich meine, wir haben so viel Zeit verschwendet. Nichts davon war verschwendet. Was soll das heißen? Jede Sekunde, die ich bei dir war, ich hätte meine Zeit nie anders verbringen wollen. Was meinst du damit, Chris? Tut mir leid. Ich hätte sagen sollen, was ich fühle. Chris. Ashley, ich schwöre, wenn wir hier rauskommen. Oh Gott! Ah! Ashley, ich hol dich hier raus! Ich lass dich hier nicht sterben! Ah! Oh, hallo, meine kleinen Versuchskaninchen. Oh, Scheiße. Hab keine Angst. Oh, das solltest du auch, Ash. Denn hier kommt der Clou. Chris hat schon eine tödliche Entscheidung getroffen. Und die nächste wartet schon auf ihn. Chris, du
kannst die Waffe da vorne nehmen und Ashley erschießen. Oder du erschießt dich selbst. Wer übrig bleibt, darf leben. Nur du entscheidest. Sei doch nicht albern, Chris. In der Vision gesehen. Warte, halt! Das darfst du nicht, Chris. Bitte nimm mich! Du hast mich schon mal gerettet. Fuck. Lass mich dieses Mal entscheiden, lass mich dieses Mal dich retten! Wenn ich noch eins in meinem Leben tun kann, lass mich das tun! Chris, bitte! Oh, oh Gott! Nein! Ich werde gar nichts tun. Das habe ich in der Vision gesehen. Ich werde weder mich erschießen, noch werde ich sie erschießen. Und wenn ich sterben sollte als Chris, dann nur in irgendeinem Grund. Das Recht hier, Gott, mit diesen Leuten zu spielen. Was macht dich zu was Besonderem? Hä? Du bist krank. Ein krankes Schwall. Also was zur Hölle hast du ihnen angetan? Hä? Was zur Hölle hast du ihnen getan? Psychopath. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Hiermit endet der 8. Teil der Let's Play-Serie von Until Dawn. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ich würde mich freuen, euch im nächsten Teil wieder begrüßen zu dürfen. Ciao.